Die Notenbanken, die sind aktuell das wesentliche Thema. Gestern schon die Fed mit der Zinsentscheidung, 25 Basispunkte zu senken. Das war durchaus zu erwarten gewesen. Allerdings das Fed-Statement im Anschluss 20.30 Uhr, das hat dann nachher den Markt dann doch noch bewegt. Und zwar ziemlich deutlich nach unten. Zumindest die amerikanischen Aktientitel, die sind ganz schön eingebrochen. Genauso wie Gold allerdings zur gleichen Zeit. Insofern sieht es nicht so nach Panik aus im Sinne von, oh Gott, die Welt bricht zusammen, wir müssen jetzt nach Ersatz suchen. Nein, aber trotz alledem, für einen Schub nach oben hat es dann eben dann doch nicht gereicht. Dementsprechend der Ausbruch nach unten und die relativ hektische Bewegung. Tatsächlich ist das, was wir jetzt sehen, sogar noch latent positiv zu bewerten im Sinne der Abwärtsrichtung, nämlich wir laufen zwar nach oben, aber so halbwegs wackelig und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass da noch mehr Potenzial auf der Abwärtsseite ist. Wir also mit eventuell noch mehr rechnen können, müssen, dürfen. Wichtig dazu allerdings wäre idealerweise, wenn der Markt nochmal die nächste Stufe nach unten triggert. Das ist noch nicht gegeben. Es kann sein, dass der Markt einfach vorher sagt, hey, dann gehen wir doch lieber wieder nach oben, gleichen das ein bisschen aus. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber dann einfach in diesem Moment zumindest mal nicht handelbar. Was spannend ist, ist, was die Notenbank heute in London geschafft hat, denn dort ist nichts passiert. 0,75 ist weiterhin der Zinssatz. Auch für unverändertes Voting, damit war gerechnet worden, dass alle für einen Verbleib sich aussprechen. Da gibt es also keinen Einfluss. Trotz alledem Euro gegen Pfund nicht uninteressant, denn dort haben wir aktuell eine relativ scharfe Abwärtsbewegung gehabt und jetzt geht es ein bisschen wackelig nach oben. Das ist typischerweise eigentlich eine, in dem Fall Bärenflagge. Es geht ja latent nach oben, aber eben Stichwort latent, nicht wirklich mit Spannung und dementsprechend eine Einladung für die Shortseite. Wenn wir da auf der Unterseite uns wieder triggern lassen, kann da noch mehr folgen. Wie weit das geht, das lässt sich schwer sagen. Also in so einem Fall lässt sich das mit Trailing Stops idealerweise dann abbilden und sagen, na gut, wenn es läuft, super. Wenn der Markt dann doch die Laune nach unten verliert, dann kann man dann sagen, gut, komme ich mit plus minus null vielleicht raus aus der Kiste. Für Einfluss kann heute 14:30 so ungefähr können die Arbeitsmarktdaten aus Amerika, die wöchentlichen, die Initial Claims sorgen. Und um 16 Uhr gibt es den Purchasing Manager Index. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welcher ISM heute dran ist, aber um 16 Uhr, der wird leicht schwächer erwartet. Der könnte ebenfalls dafür nochmal sorgen, dass der Markt ein bisschen mal eine Richtung vorgegeben bekommt. Wichtig genug wäre dieser Titel auf jeden Fall. Na gut, in diesem Sinne wollen wir mal gucken, was der Markt uns bietet. Die Uhrzeiten, die für heute relevant sind, wissen wir, worauf wir in etwa achten müssen. Auch der Rest liegt am Markt und an unserem Auge, das dann wahrzunehmen. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und wir sehen uns wieder. Bis dann.